Erkläre, was man unter einer Gruppierung versteht und wie kann man Objekte gruppieren bzw. diese Gruppierung wieder aufheben. Eine Gruppierung ist letztlich nichts anderes als eine Gruppe von mehreren Objekten. Man kann ja mehrere Objekte auswählen, indem man eben die Steuerungstaste, also die Shift-Taste gedrückt lässt. Wenn ich diese dann auswähle, sieht man, dass ich hier eine Reihe von Objekten gleichzeitig markiert habe. Dazu wähle ich dann rechte Maustaste und wähle hier dann den Eintrag Gruppieren. Und habe dann, wenn ich hier reingehe, die Möglichkeit, all die von mir jetzt gruppierten Objekte zu verschieben, ohne dass jetzt hier zum Beispiel dieser Stern verschoben wird. Und der eine Vorteil ist, ich kann sie verschieben, kann aber auch gleichzeitig gesamt die Größe verändern. Mit der Veränderung der Größe der Gruppe verändern sich auch die einzelnen Objekte, wie du siehst. Schiebst es daher und kann aber diese, ich wähle es mir mit der rechten Maustaste aus, kann auch diese Gruppierung wieder aufheben, klickt daneben und kann dann zum Beispiel diese Objekte dann auch wieder einzeln woanders sie schieben und dann zum Beispiel wieder mit gedrückter Shift-Taste hier wieder neue Objekte auswählen. In dem Fall nehme ich mir den Stern mit rein und könnte dann hier zum Beispiel dann eine Gruppierung dann vornehmen dieser drei Objekte.